Willkommen zurück zu SteamWorld Dick. Ja, wir haben uns schon letztes Mal darauf vorbereitet. Wir werden den tiefen Sprung wagen. Ich glaube, was anderes können wir auch nicht mehr tun. Vielleicht kann man da doch irgendwie mit ohne Doppelsprung ran, aber das ist mir zu viel Fimmelarbeit. Ich bin kein Plattformer in dem Sinne, dass ich jetzt mich da ewig ansetzen möchte. Ich habe das Gefühl, dass mit einem Doppelsprung das viel leichter wäre und würde mich sehr wundern, wenn es hier keinen geben würde. Gut, wir machen möglichst mittig, würde ich sagen, oder? Aber nicht, dass wir eine Lampe zerstören. Also hier. Alter. Ja, ich bin tot. Was soll das denn? Das ist wirklich eine Todesfalle. Und man kann auch weiter da hinten rechts, aber... Das soll ich jetzt wirklich machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ist das wirklich das Nächste, was ich machen soll? Da durchzukommen? Hätte ich gerne ein bisschen mehr Rüstung, aber die kostet so viel. Also Rüstung ist ja eigentlich lebensnötig. Kann ich mir aber gerade so leisten. Ja, komm. Dann habe ich ein Herzchen mehr. Was war das gerade? Wie da Stiefel? Stark genug, um Säure und Lava zu widerstehen. Okay, ich habe noch keinen Säure und Lava gesehen. Es wäre cool, wenn das dafür sorgen würde, dass ich keinen Schaden durch hier Spieße nehmen würde. Aber das steht hier nicht bei. Ja, steht nur was von Säure und Lava, nicht von Spießen. Dann lasse ich das lieber sein. Ja, ich habe jetzt übrigens mittlerweile eine Sache gelesen in den Episoden. Und zwar, dass es völlig okay wäre, wenn ich die Marker anmachen würde, die mir sagen, wo es lang soll. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil ich hier gerade wirklich sicher bin. Aber irgendwie auf der anderen Seite bin ich ganz stolz darauf, es bisher geschafft zu haben ohne diese Marker. Muss ich ja auch irgendwie zugeben. Ich versuche mal an Stachel jetzt vorbeizukommen. Wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich einfach nicht, dann mache ich die Marker wieder an. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was ich noch vorher brauche, keine Ahnung. Ich musste auf jeden Fall durch, das ist keine Frage, aber... Also geht es auch noch weiter, deswegen erstmal rechts oder wie möglich. Ne, ich kann da nicht hoch. Weil ich mich an den Dingern nicht abstürzen kann, weil sie dann automatisch loslässt. Das ist problematisch. Ja, weil ich kann keine Wandsprünge machen, weil sie, wenn sie Schaden nimmt, lässt sie los. Ich guck mal kurz auf die Karte. Die Ebene des Windes könnten wir noch versuchen, dass irgendwie weitergeht. Das wäre vielleicht eine Idee. Sonst wüsste ich es jetzt gerade nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob hier noch Sachen waren, die ich jetzt mittlerweile erreichen könnte, in der ersten Mine. Weil das da vorne sieht so aus, ich kann es gar nicht zeigen, aber das sieht so aus, als ob es da weitergehen würde, ich aber nicht weitergehen konnte. Ich gehe erstmal zur Ebene der Winde jetzt, wenn man das zu nennen hieß. Bevor ich jetzt mich im Marker aktiviere, man hat es mir jetzt ja erlaubt, sag ich mal. Aber ich würde gerne mal eben gucken, ob ich das nicht vielleicht doch selbst rausfinde. Na, hier lieber nicht springen, das ist ein bisschen tief. Was spricht denn dagegen, einfach hier weiter zu laufen? Habe ich mich schon mal gefragt. Da ist schon mal ein Zahnrad. Nice. Also dafür hat es schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Ja, der Wind hält mich davon ab, weiter zu... Wobei, nee. Ein bisschen durchdrücken und ich komme weiter. Achso, nur wenn der Wind gerade weht. Okay. Rein. Ich habe extra so einen kleinen Bunker gebaut hier. Ich bin jetzt hier von dem ebenen Wind so ein bisschen rausgefordert. Das hier nicht. Einfach nur durchhalten ist hier angesagt. Da ist noch so ein geiles Zahnrad.
Aber ich glaube, hier ist schwer so ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme, oder? Aber hier will ich noch weiterkommen. Das geht nicht. Ja, der Wind wird immer stärker, habe ich das Gefühl. Nee, ich komme nicht weiter, weil der Wind mich dann aus dem Sprung rausdrückt. Ja. Also weiter als hier komme ich nicht, aber hey, das waren immerhin zwei Zahnräder, die ich bekommen habe. Nicht, was ich verachte, nicht, was ich erreichen wollte, aber ich nehme das gerne mit. Ja, ich könnte auch teleportieren jetzt, ne? Ehrlich gesagt. Hier ist ja eh nichts mehr anscheinend. Ja. Dann teleportieren wir uns. Aber immerhin zwei Zahnräder. Das war nicht schlecht. Ich weiß trotzdem noch nicht, wo es weitergeht. Soll ich diesen einen Sprung da unten wirklich schaffen können? Oder habe ich irgendwie einen Dungeon übersehen für einen Doppelsprung? Gut, ich werde dann jetzt die Zielmarker wieder aktivieren. Ihr habt es mir auch erlaubt. Und ich bin auch der Meinung, dass es Quality of Life ist und ich jetzt nur Zeit verschwenden würde, rauszufinden, was ich tun soll. Wo war das doch mal? Hier, ne? Ah ja, stimmt, ich konnte es als Zahnrad-Skill aktivieren. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Gucken wir mal, wo wir hin sollen. Bin mal sehr gespannt. Okay. Das ist aber viel höher, als wir gerade eben waren. Wie komme ich denn da hin? Also ich bin ja viel tiefer gewesen als das. Hätte ich vorher irgendwo abbiegen können da? Oder ist hier genau da im schwarzen Feld ein Durchgang? Weil das ist ja extrem viel höher. Hm. Müssen wir untersuchen, ne? Am besten von hier aus. Das wird ein weiter Weg da erstmal irgendwie hin. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt so weit oben noch ist. Kann ich jetzt schon von unten irgendwie hochkommen muss, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich den Sprung dann nicht schaffe. Sackgasse. Die beiden Käfer da, ganz ehrlich, die gehen mir so auf den Rand, töte ich jetzt. Wir halten uns jetzt immer ganz weit rechts und versuchen irgendwie einen Durchgang zu finden. Ach guck mal, da ist doch noch was, siehst du? Ich muss einen Durchgang benutzen. Durch das schwarze Gebiet, wo ich mir schon dachte, dass da vielleicht noch ein Dungeon ist. Ah ja. Ja, guckt euch das mal an. Jetzt habt ihr das nicht gesehen, weil sie schon mal hier war in der Nähe. Sind hier Schnapsis, weil die haben Molotow-Kopf jetzt hier aufgehangen. Ah, okay. Wie tief ich da schon weitergegangen bin, ne? Krass. Schnapsis-Ländereien. Okay. Ach, so reden. Okay, sorry. Ouch. Hey, wie ist denn deine Meinung? Vernichte das Ding. Sofort. Oha, ein weiteres Erdbeben. Verstärkung! Sie müssen schnell erledigt werden, bevor sie noch vermehren. Rosie hat mich da ein bisschen an Abby. Ein weiteres Beben und eine weitere Gewalt. Ein weiterer gewalttätiger Bot. Immer wachsam bleiben, Sean. Du kannst sprechen? Warum sollte ich denn nicht sprechen können? Hast du schon mal versucht, mit einem von uns zu sprechen, Roboter? Du hast recht. Es tut mir leid. Ich bin nicht hier, um einen Streit anzufangen. Ich bin einfach nur auf der Suche nach meinem Freund. Sieht dein Freund zufällig aus wie eine bräunliche Schildkröte, die man in Konservendosen kreuzen wollte? Ja, hast du ihn gesehen? Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Es ist wahrscheinlich nicht besonders ratsam, einen Dampfbot reinzulassen, aber du siehst mir nicht wie ein Lügner aus. Ich bin Rosie, komm schon rein, wir unterhalten uns drinnen und ich erzähle dir, was ich weiß. Ich habe noch nie zuvor einen sprechenden Schnapsi getroffen. Normalerweise sind sie einfach nur verwirrt und gefährlich. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, ne? Unfassbar. Einfach nur verwirrt und gefährlich. Ja, was für eine Enttäuschung. Wobei natürlich diese Tatsache, dass ich dann so tief gekommen bin und dann diesen Ort gefunden habe, wo ich anscheinend noch gar nicht weiter kann, auch ganz lustig ist. Ne? Weil ich halt ohne
Guidance gespielt habe. Aber jetzt spiele ich halt einfach mit Guidance. Ich gehe los und werde mit dieser Rosie sprechen. Sie könnte vielleicht wissen, wo Rusty steckt. Okay. Alter, ganz viele Schnapsis. Und dann geht's ganz okay. Ich werde einem erstmal ein Bad nehmen. Wird höchste Zeit. Ich fange schon an zu müffeln. Oh, ich mag gerne Blubberblasen. Guck mal, Möhrchen. Schnapsis ernähren sich von Möhrchen. Oh, hier ist ein Shortcut. Also hätte ich auch einen Shortcut zwischendurch wieder bekommen. Unfassbar, ey. Du bist genauso lau wie die kleine Rosie. Die Säuretut ist, das Zeug ist wahrscheinlich Säuretut weh, oder? Ich muss es mal testen. Ja, okay. Gut. Das ist gut zu wissen. Stich, Stich, Messerstich, Rino! Die geheimnisvolle Tür mit dem großen Schlüsselloch. Was? Hi, was machst du hier? Aus dem Bautz, Chefo, verschwinde! Die hitzige Harriet. Meine große, weichherzige Tochter lässt einen Dampfbot herein. Sie ist wohl noch dümmer, als sie aussieht. Wow, dieser Ort ist fantastisch. Danke, ich habe diese Oase geschaffen, um meinesgleichen zu versammeln, um sie zu beschützen. Solange ich sie beruhigen und zufriedenstellen kann, bleiben sie hier, sicher im Inneren. Zumindest war es so, bis dein Freund uns diese Beben bescherte. Warum würde Rusty etwas tun? Er hat sein Leben riskiert. Ja. Er hat sein Leben riskiert, um uns alle vor Vectron zu beschützen. Wie gut kanntest du ihn wirklich? Vielleicht hat ihn sein Kampf gegen diese funkelnden Ungetüme verändert. Ja, du hast es auf dem. Du hast tatsächlich gerade echt voll auf den Nagel gehauen. Genau das ist es, was Vectron tut. Er verändert dich. Er kam hier runter und behauptete, er würde die Mine über unsere Köpfe zum Einschuss bringen. Wir hatten Mühe, ihm Einhalt zu gebieten. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Wenn ich ihn nur finden, mit ihm reden könnte. Du glaubst an ihn, das verstehe ich. Aber wenn du die Quelle der Beben finden kannst, wirst du es selbst sehen. Du kannst uns vielleicht helfen, diese Beben zu stoppen. Ich werde versuchen, dir bei deiner Suche zu helfen. Betritt die Bergbaustation, die ich als Lager verwende. Die alte Gerätemaschine dort sollte noch funktionieren. Alles klar. Oh, jetzt haben die alle neue Sachen zu sagen. Ah, okay. Dieser Ort hier ist wirklich ein Hit. Rosie hat ihn errichtet, als wir jünger waren. War sie eine ganz schöne Heulruse. Aber jetzt ist sie groß und stark und sorgt für unseren Nachschub an Mondsaft. Ich würde am liebsten direkt hineinspringen. Er wird mir auch Kraft verleihen. Aber Rosie rührt das Zeug niemals an. Sie hebt stattdessen einfach schwere Sachen. Blöd, wenn ihr mich fragt. Shh, shh, du verscheuchst sie noch. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich glaube nicht, dass Fische im Schlamm überleben können. Fisch? Was für ein Fisch? Das sind meine Schuhe. Diese schlüpfrigen Dinger machen, was sie wollen. Da unten liegen aber keine Schuhe. Ich wäre jetzt reingetaucht, hätte sie rausgeholt für dich. Trotz des Schadens, aber da unten sind keine Schuhe für mich sichtbar. Hau ab, weg hier, du Getriebe, Gustav. Ich bin nicht gefährlich. Ich habe mich nur gefragt, ob... Stich dich, Messerstiche. Okay, ich bin schon weg. Was macht ihr dürren Metalldinger überhaupt hier? Rosie hat mich eingeladen, ein wenig zu reden. Typisch für meine weiche, mutierte Tochter. All ihre Muskeln würden nicht einmal ausreichen, um eine Dose zu zerquetschen. Das ist aber nicht sehr nett. Was sollen wir sonst mit dem Dynamit machen? Ich mag diesen fleischigen Fleisch. Ich mag diesen fleischigen Fleischsack. Okay, dann lass uns weitergehen. Ich bin
froh, jetzt eigentlich mal auf dem richtigen Pfad zu sein. Ich war ja anscheinend völlig falsch gelaufen. Viel zu früh einen Weg gegangen, den ich noch gar nicht gehen sollte. Interessant. Und da haben wir ihn auch schon. Den Aufwertungspunkt. Müssen wir noch hinkommen. Hier bauen sie auch überall Möhrchen an. Der Wunder, dass sie alle durchdrehen, wenn sie die ganze Zeit nur Gemüse essen. Unpopular Opinion. Ja, nur ein Scherz. So. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Ach so, durch die kann ich durchgehen. Alles klar. Ja, komm schon. Doppelsprung? Doppelsprung oder Düsensprung? Wie Sprungfähigkeit, oder? Ein Greifhaken. Das ist natürlich noch wesentlich fancier. Also ich krieg generell die cooleren Sachen, oder? Kostet das Ding Wasser? Nee. Oh, wow. Ich kann mich sogar festhalten. Wow. Das ist... Ja, sie kriegt wesentlich bessere Gadgets als damals Rusty. Ich spring schon darüber, weil die aussehen wie Dornen. Weißt du, welche Möhrchen schon sehe? Sieht gefährlich aus. Das macht auf jeden Fall Spaß, der Geifhack. Ah, man kann auch in die anderen Richtungen schießen. Auch nach unten. Okay. Wie komme ich da hin? Ah, hier. Ich sehe schon. Ich darf hier nur einmal springen. Nein! Auch Spiel. Ich will... Nicht? Ich muss zuvor loslassen, reinfragen, oder? So, so, okay. Kein Gefühl. Rosis Hanteln. Ich bin schwitzig wahrscheinlich. Ja, der Greifhaken ist natürlich mega geil. Also, cooles Gadget zum Bewegen. Das ist so ziemlich in jedem Spiel so, oder? Ich kann sogar... Oh, ich kann in der Luft greifen. Endlich mal ein Gadget, was ich auch im Sprung benutzen kann. Man kann ja fast nichts im Sprung benutzen, aber das Ding kann ich im Sprung benutzen. Das ist super geil. Klar könnte ich mir auch versuchen, geschickt durchzukommen, aber warum soll ich mir das so schwer machen, ne? So. Und schon haben wir wieder eigentlich an Ärzten. Das könnte auch der ganze Gebiet hier gewesen sein, schätze ich. Oh, mit dem Greifhaken können wir ganz viele neue Orte erreichen. Das ändert alles. Das ändert einfach alles. Schön, dass du etwas Nützliches in meinem Lager finden konntest. Du siehst bereit aus. Jetzt musst du für mich herausfinden, wo diese Erdbeben herkommen und sie stoppen. Hilf mir, meine Sippe zu beschützen. Ich gebe schon alles, was ich kann, nur damit sie auf mich hören. Ich weiß nichts weiter über die Beben, aber vielleicht kannst du ja an der Oberfläche einen schlauen Bot finden. Vielleicht werde ich dann herausfinden, wo Rusty verschwunden ist. Endlich. Aber jetzt wird eure Karte erst angezeigt, okay? Ich kenne das gar nicht. Ja gut, ich meine, das wäre der nächste Ort gewesen, den ich untersucht hätte, ne? Aber ich spiele jetzt mit dem Ding, weil das sonst einfach nur Zeit kostet. Und das ist es auch nicht wert. Dort ist auch noch ein Dungeon, ne? Hier sind noch zwei Dungeons. Den einen kann ich nicht erreichen. Weil er dicht für mich ist. Brauche ich einen Schlüssel für oder sowas? Und der andere soll auch irgendwo da unten sein. Moment. Der Dungeon der Oberste ist ein Haken. Naja. Aber hier ist auch noch einer. Seht ihr? Das heißt, ich muss hier durch die Suppe durch. Das geht halt auch, ne? Es tut zwar weh, aber es geht schon. Aber hier komme ich nicht weiter. Ne, toll. Ist das nachher ein Ausgang in der Weise oder sowas? Na toll. Ja, gut, dann nicht. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Das ist natürlich klasse. Nee, ich kann hier teleportieren. Oh, Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Der Greifhaken, ja. Kann man den dann noch aufwerten? Ich wüsste gar nicht wie, weil der ist eigentlich. Außer die Länge vielleicht. Also die Reichweite. Ne, kann man nicht. Gut, dachte ich mir schon. Oh, es haben wieder alle was Neues zu erzählen. Okay, fangen wir mit dem Bürgermeister an. Diese Exzentrikerin, Professorin Sherman, verbreitet immer noch Angst mit ihren Messwerten zu dem Erdbeben. Hey, das letzte Rumpel hat mich einfach umgeworfen. Sie sieht von ihrer Raketenschadrampe auf uns herab, nur weil sie ein Diplom hat.
Ey, ich hab die Schnapsis gefunden. Ach, nein. Ey, ich hab die Schnapsis gefunden. Sie haben eine kleine versteckte Stadt in der Mine errichtet. Zum Kuckuck. Da würde ich keinen Fuß hineinsetzen. Viel zu unsicher. So böse sahen sie eigentlich nicht aus. Nicht so wie die, denen ich zuvor begegnet bin. Einer Sache bin ich mir verdammt sicher. Traue niemals einem Schnapsi. Oh wow, ich dachte, die Höhlenforststation sei längst Geschichte. Du hast den alten Greifhaken trotzdem gefunden. Dieses Teil erlaubt dir, dich so rasant durch die Mine zu bewegen, wie nie zuvor. Damit kannst du jetzt fast jede Ecke und jeden Winkel erkunden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Bei den Pilzen zum Beispiel. In diesen Minen warten unzählige Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden. Hat das Ding eine Rädchenverbesserung? Irgendwann mal. Wahrscheinlich durch eine Blaupause? Ja, Blaupause steht ja auch. Okay. So, wir haben wieder drei Punkte sogar. Drei Stück haben wir mittlerweile wieder. Ich will einfach mal das hier mitnehmen. Das könnte nützlich sein. Hier ist noch mit. Die speziellen Anti-Lava-Säurestiefel. Werden mir wahrscheinlich nicht helfen, wenn ich da reintauche, aber vielleicht zumindest, wenn ich drin stehe. Wozu es ja bestimmt einmal kommen kann. Noch jemand Neues zu sagen? Ja. Nur die Quest halt noch. Professor, du bist ein schlauer Bot. Denkst du, diese Erdbeben könnten Bot gemacht sein? Du meinst, ob jemand diese Erdbeben künstlich erzeugt? Das könnte natürlich das äußerst merkwürdige Epizentrum der letzten seismischen Aktivität erklären. Laut meiner Daten lag es direkt im Zentrum dieses verrückten Kults von Kleptomanen und Weltuntergangspanikern. Also ist es möglich? Nun, um diese Hypothese zu testen, musst du die windigen Ebenen durchqueren und der Sache im Tempel im Osten auf den Grund gehen, was dank des Greifhakens auch gehen wird. Besoffen dann draußen. So, gut. Ich dachte, das Greifarzt reicht da jetzt auch hoch. Hey, stimmt. Ah, hallo, Freund Heisenberg. Die Aussicht ist hier oben wirklich klasse. Unser Bürgermeister ist wirklich ein Glückspilz. Hältst du etwa eine Bombe in der Hand? Bitte sag mir, dass du hier bist, um dieses schreckliche Gebäude hier in Stücke zu sprengen. Ja klar, ich meine, nein. Ich wollte Bürgermeister Jonka meine neue verbesserte Druckbombe präsentieren. Sie ist genau das, was diese Stadt gerade braucht. Aber er hielt mich auf Abstand und verwies mich einfach nur an sein Büro. Allerdings ist niemand hier. Aber ich habe kein Problem damit zu warten. Ich bin sicher, dass der Bürgermeister bald wieder da ist. Wahrscheinlich, möglicherweise, vielleicht, irgendwann. Bomben besitzen viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Du kannst sie eigentlich für alles verwenden. Oder mehr oder weniger. Du kannst mit ihnen Tunnel anlegen, harte mineralreiche Steine aussprengen, Schutt und Trümmer beseitigen. Und vergiss nicht die blinde, unbegründete Zerstörung. Früher haben sie unten in der Mine Tag und Nacht mit Dynamit hochgehen lassen. Mann, war das Musik für die Ohren. Süße, tödliche Detonationen. Ich hoffe, dass ich den Bürgermeister vom Design meiner Druckbombe überzeugen kann. Das Ding ist die Zukunft. Dieser Kerl versteht, worum es geht. Ich freue mich, dass du endlich jemanden gefunden hast, mit dem du dich verstehst. Allerdings wäre es mir lieber, wenn es nicht um Bomben ginge. Daher kann ich aktuell nicht weiterhelfen. Alle unsere Bottreiter befinden sich aktuell auf Botengängen. Wir haben nur noch einige Postboten-Boybots hier. Warum bist du nicht ebenfalls dort draußen bei allen anderen? Es gibt nichts, das ein stärkeres Gefühl von Klaustrophobie aufkommen lässt, als die weiten Ebenen, kilometerlang nur Leere. Ich fühle mich schon beengt, wenn ich nur daran denke. Waren einige von deinen Ponys schon mal beim Tempel?
Witzig, dass du fragst. Dieser Typ hat sich vor einigen Monaten nach einer Lieferung der höchsten Dringlichkeitsstufe erkundigt. Wir müssen ein paar quer über die windigen Ebenen schicken. Man braucht schon richtig kräftige Beine, um den Gegenwind gewachsen zu sein. Das kann ich dir sagen. Sie haben ein paar Kohlepfannen bestellt und wollten, dass sie so schnell wie möglich geliefert werden. Wahrscheinlich ging es da um irgendwelche schwachsinnigen Kultaktivitäten. Okay. Jetzt kann ich auch hier hoch. Es bringt mir zwar nichts, aber ich kann's. Der Greifhaken ist super. Also bevor wir jetzt zum Tempel gehen, würde ich mal in den Dungeon rein, weil ich glaube, wir können sehr, sehr viele neue Orte erreichen, die ich vorher nicht erreichen konnte. Angefangen bei den Pilzen, oder? Würde ich sagen. Ich schau mal, ob das so ist oder ob ich mich da irre. Hui! Diese Musik erinnert, was ich drin war, komischerweise. Aber wahrscheinlich, weil ich nur einmal drin war. Und ich kann auch aus dem Hüpfsprung raus, dann müsste es für den Pilzen eigentlich weitergehen, dank des Greifhakens. Ich denke schon. Hier könnte ich vielleicht auch weiterkommen, oder? Theoretisch, praktisch. Ja, es ist echt super. Das Ding ist schon jetzt super. Der Greifhaken ist echt manövertechnisch wahrscheinlich der King hier im Spiel. Ich werde so viele neue Orte erreichen können, allein durch dieses dusselige Ding. Das ist der Wahnsinn. Oh, was ist das hier? Eine Tempelanlage? Shit, ey. Tempel der Führung. Ich glaube, ich soll hier noch gar nicht her, oder? Ich kann's halt schon. Ich kann hier auch runtergraben. Ein geheimes Gebiet, okay, das ist schon mal gut. Das heißt, hier muss ich schon mal nicht her. Oh Gott, ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwelche... Am Dungeon ist ja auch noch. Und sogar eine Abkürzung. Okay. Dieses Spiel ist riesig, oder? Wow. Kammer der Geheimnisse. Das sieht irgendwie komisch aus, weil es golden ist, aber wahrscheinlich nur, weil es fallen kann, oder? Ich weiß es nicht. Ja, eine Falle sehe ich hier. Ja, ja. Laufe ich jetzt nicht drauf. Achso, ich soll hier frei machen und dann da vorbei. Ja, okay. Das macht Sinn. Shit, jetzt haben wir nicht nur neue Gebiete auf. Ich dachte, ich würde ein paar Geheimnisse hier finden und nicht direkt irgendwie noch 20 neue Gebiete mit Dungeons. Aua, okay. Wenn sie also mit dem Greifhaken flitzt, löst sie trotzdem Schalter aus. Das muss auch erstmal getestet werden. Da ist noch ein bisschen Landöl. Es hat schon eine Tempelanlage. Eigentlich sollte ich ja erst in einen Tempel rein, wahrscheinlich zum ersten Mal einen Tempel zu sehen. Und jetzt bin ich schon im Tempel drin, deswegen habe ich das Gefühl, vielleicht hier ein bisschen zu früh zu sein. Aber irgendwie würde ich gerne alle Sachen erstmal versuchen, die ich machen kann, bevor ich die Hauptstory weitermache. Das ist offensichtlich hier. Ah. Wie soll das denn gehen? Ich kann den Greifhaken nicht schräg schießen, oder? Nee. Nee. Der Greifhaken kann den Hebel nicht auflösen. Ah, okay, ich dachte, irgendwas musste hier sein, deswegen. Fünfzig, das ist schon ordentlich. Von der anderen Seite komme ich da nur hin. Da ist hier eine Falle.
Ah, ich bewege mich gerade auf den Überlänge zu, ich weiß. Aber jetzt bin ich überfordert gerade mit den ganzen Möglichkeiten, die ich habe. Das ist echt krass. Ist alles voller Fallen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es gehofft habe. Dann kann ich nur noch hier lang. Also ich denke mal, es gibt eine Kombination, wo alle Hebel, alle Türen offen sind, oder? Das muss ich halt rausfinden. Schon. Sehr schön. No problem. Hui. Der Reifwagen ist super. Oh, eine Verbesserung. Okay, krass. Was gibt's Feines? Granatenwerfer. Okay, das klingt schon wieder so ein bisschen übertrieben, als ob ich es nie brauchen würde. Ach so, das ist gedrückt halten. Ah. Okay. Na, vielleicht braucht man es ja mal in dem Fight. Mal sehen. Ja, hier kann man natürlich dadurch hinkommen, wo man vorher nicht hinkommen konnte. Ja, klar. Wegen Sprengradius. Mhm. Illusionäre Wände voraus. Wow, aber auch Fall. Dammit. Hört die Falle jemals wieder auf? Nee, wa? Ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwie durchkommen. Ich könnte hier sterben, das wäre es nicht wert. Ich hau ab. Es ist irgendwie nicht wert, zu sterben. Da krieg ich wieder AP, okay, da will ich mal versuchen mit AP. Ja, aber der Schalter war, glaube ich, aktiviert, weil die Steine weggegangen sind. Nicht, weil ich draufgetreten bin, oder? Nee, der kommt sowieso, deswegen. Oh, geschafft. Kann ich teleportieren hier? Nee, ich kann ja in Dungeons nicht teleportieren. Ja, da muss ich den... Ah, die Falle hat aufgehört. Okay, das ist fair. Ich wollte gerade sagen, aber da komme ich hier nämlich nie wieder raus. Lebendig. Och nö, nicht als Spießer hier. Ja, ich soll hier wahrscheinlich mit dem Greif haben am Arbeiten, oder? Aber ich habe nur noch so wenig HP. Okay. Ganz vorsichtig. Vorher irgendwie möglichst gucken. Hier sind da oben nämlich mehrere Spieße. Wenn ich jetzt hochziehen würde, wäre ich tot. Ah. Und was jetzt? Nee, ne, das schaffe ich nicht ohne Schaden zu nehmen. Das sehe ich jetzt schon. Das kann ich nicht schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist zu unsicher. Ich meine, das kann man generell schaffen, aber ich werde es jetzt nicht schaffen. Aber ich hoffe, dass wir es generell schaffen können. Ich müsste hier halt so einen perfekten Meatboy-Jump machen. Ne, vergiss es. Kann ich zurück? Ne, eigentlich nicht, ne? Ah, ich bin tot. Das heißt, ich muss den Meatboy-Jump versuchen, auch wenn ich ihn nicht schaffen werde. Oh, ich habe ihn geschafft. Okay. Oh, ich hab so einen Schiss, hier zu sterben, Leute. Oh, ist das eklig. Oh, der Druck immer nur noch ein scheiß halbes Herz hat. Ist einfach nicht auszuhalten. Jetzt bitte nicht an Fallschaden sterben. Das ist ja super lächerlich. Warum ist hier so viel Ecke und noch mit Wasser? Achso, weil ich hier den Werfer benutzen soll. Ach, nicht den Werfer. Den Werfer. Oder? Ja. Oh, wenn die Kiste mich jetzt getötet hätte, ne? Wäre ich wahnsinnig geworden. Alter, das halbe Herz. Ja, Überlänge. Ist halt mal so. Kann bei einem Spiel vorkommen. Ist auch eigentlich relativ egal. Das stört mich nicht. Ich will jetzt nur lebendig nochmal rauskommen, dann wieder zu teleportieren gerade. Das würde mir schon reichen. Ich habe nicht alles mitgenommen, glaube ich, ne? Ist mir auch egal gerade. Ist mir gerade echt, ehrlich gesagt, sowas von egal. Ich will einfach weg hier. Teleport der Gnade. Yes. Alter.
die Meatball-Jumps ohne Schaden zu nehmen. Sehr schade, sich auf die 83 zu verzichten. Ich gebe die Artefakte noch ab und dann würde ich die Folge auch dringend beenden. Traumhaft! Du hast bereits einige 10 faszinierende Artefakte gefunden. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir meine Blaupause. 15 bei der nächsten, okay. Tasche der Freya. Jetzt sagt er das nur nochmal, ne? Ich hab 10? Achso, ja, gut, ja, klar. Warst du schon beim Tempel auf der anderen Seite der windigen Ebenen? Die Ruinen dort sind größtenteils unkartografiert und der Tempel war schon immer trügerisch. Mein alter Kollege Ronald Hubert war der Einzige, der den Mut hatte, sich hineinzubegeben. Was mit ihm passiert? Nun, offensichtlich hatte er eine entsetzliche Vision, die vom Ende der Welt kündete. Er hat sich im Tempel verkrochen und verbarrikadiert und hat sich mit allen möglichen Warnbots umgeben. Ich kann nur vermuten, welche wundervollen Artefakte sich in dieser Ruine befinden mögen. Ja, ja. Die wir dann wieder mitbringen dürfen. Okay, wir haben einiges geschafft heute. War spannend zum Ende. Und wir haben immer noch so viele Möglichkeiten, bevor wir zum Windtempel gehen. Die erkunden wir am nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen. Und bis dann.